wenn ich ein neues Visual Studio Code Fenster aufmache, dann sieht es so aus. Ich habe das jetzt mit Kommando N aufgemacht, es gibt aber auch hier im Menü, kann man New File oder New Window aufmachen. Bei mir passiert bei beidem das Gleiche. In dem Moment sehe ich jetzt hier eine Datei. Der Cursor blinkt, ich könnte reinschreiben und das abspeichern. Ich möchte das aber jetzt nicht machen. Ich mache das zu und dann sieht es so aus, ein leeres Fenster. Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten von hier aus, eine neue Datei zu machen oder einen Ordner mit verschiedenen Dateien drin aufzumachen. Meistens schaffen wir immer einen Ordner und haben dort eine HTML- und eine CSS-Datei, vielleicht auch eine JavaScript-Datei. Es gibt verschiedene Arten, das zu machen. Auf der linken Seite gibt es ein Icon mit zwei Seiten übereinander. Wenn ich das aufmache, dann komme ich eine Seitenleiste über und dort hat es einen Knopf, der heisst Open Folder. Also ich könnte bestehenden Ordner aufmachen. Ich kann es auch anklicken und auf dem Schreibtisch einen neuen Ordner machen mit dem Knopf und dann den aufmachen. Ich mache jetzt aber nochmal etwas anderes. Und zwar mache ich den Ordner selber machen mit dem Finder. Also ich klicke auf das Desktop und wähle neuen Ordner. Es gibt auch das Tastaturkürzel. Kommando Shift N. Und ich gebe dem einen Namen. Und jetzt kann ich den Ordner im Texteditor reinziehen. Und dann sehe ich in der Seitenleiste den Namen des Ordners und ich habe dort die Möglichkeit, im Ordner eine Datei zu machen oder weitere Ordner. Ich klicke jetzt auf Datei und gebe dieser Datei den Namen index.html. Index ist der Name der meisten HTML-Dateien. Das ist so, weil Webserver so eingestellt sind, dass sie automatisch die Datei Index serviert, wenn von einem Browser die Anfrage auf einen bestimmten Ordner kommt. Also wenn sie in einem Ordner eine Index-Datei hat, dann wird die angezeigt. Das ist also ein Standardname. Ich mache jetzt noch eine zweite Datei und sage der style.css. Und jetzt habe ich hier zwei Tabs. Im einen, wenn ich auf das eine klicke, sehe ich ein HTML-Dokument, im anderen ein Style-Sheet. Der Texteditor erkennt an der Endung, um was für eine Sprache es sich handelt. Und unten rechts im Texteditor seht ihr, dass jetzt hier für das Style-Sheet CSS eingestellt ist. Und für das HTML-Dokument ist unten rechts statt HTML, das heisst, der Texteditor erkennt schon, um welche Sprache es geht und wird dann auch die Elemente von dieser Sprache einfärben, um uns helfen, die zu erkennen. Also man kann jetzt hier hin und her klicken, aber was auch noch gut ist, ist, dass man die Tabs nebeneinander sehen kann. Also ich kann jetzt einen Rechtsklick machen auf einen von denen und dann hier unten auswählen Split Up, Down, Left oder Right. Ich gehe jetzt auf Split Right und das gibt mir eine zweite Spalte. Ich kann die hier einstellen, wie breit ich das will. Und ich habe jetzt auf der linken Seite immer noch beide Dateien offen. Ich kann dann hier das Style-Sheet auch wieder zumachen. Aber es wäre theoretisch möglich, die gleiche Datei auf zwei Seiten offen zu haben, um zum Beispiel den oberen mit dem unteren Teil zu vergleichen. Wenn es ein sehr langes Dokument wäre. Aber das ist für mich nützlich, weil ich dann mein HTML-Dokument und mein Style-Sheet gleichzeitig nebeneinander sehen kann. Wenn ich einen kleinen Bildschirm habe, oder wenn ich die Hälfte vom Bildschirm brauche, um den Browser offen zu haben und auf der linken Seite programmieren, also rechts Browser, links Texteditor, dann nachher habe ich vielleicht plötzlich zu wenig Platz. Ich sitze zum Beispiel jetzt hier an einem Laptop mit einem kleinen Bildschirm. Und dann kann es gut sein, dass man hier die Seitenleiste zumacht. Ich kann hier draufklicken, es gibt auch ein Tastaturkürzel, Kommando B wie Bruno, um es auf und zu machen. Das sind für mich so die wichtigsten paar Handgriffe, die du können solltest, damit du gut mit dieser Software arbeiten kannst.